Und deshalb brauchen wir ein Beratungskonzept mit Struktur, wie das Sparkassenfinanzkonzept. Erst rede ich über das Wetter, dann schaue ich, ob die Kunden überhaupt genug Geld haben und dann... BAM! Gehen Sie zur Sparkasse. Beratung mit Plan statt 0815. Das Sparkassenfinanzkonzept. Ja, da haben wir es gesagt. Neues Jahr, neues Glück und schon hat es eingeschlagen. Zweimal hervorragend abgeschnitten bei den Hallenturnieren. Und im neuen Jahr kriegen wir auch noch einen neuen Spieler. Da ist er. Wer ist es denn genau? Ja, hallo, mein Name ist Markus Müller, bin 25 Jahre alt und Mittelstürmer von meiner Position her. Na, das können wir gut gebrauchen. Ein Mittelstürmer, der uns verstärken will. Jetzt bist du auf einmal da hier in Offenbach. Wie ist denn das gelaufen? Ja, das ging durch den Trainer Rico Schmidt, den ich seit Jahren kenne. Wir haben, wie gesagt, unregelmäßig telefoniert, uns immer viel Glück gewünscht und ja, so ist der Kontakt eigentlich zusammen. Das heißt, ihr kennt euch schon länger und du hast vielleicht schon mal unter ihm gespielt, oder? Wo genau war das? Oder fangen wir mal vorne an, wie ist denn deine fußballerische Laufbahn so verlaufen? Wo kommst du denn eigentlich her? Ja, groß geworden bin ich im Erzgebirge, bei Erzgebirge Aue. Hab da bis Januar 2009 gespielt. Unter anderem auch unter Rico Schmidt bei der zweiten Mannschaft von Aue und ja, dann bin ich im Januar 2009 nach Halle zum Halleschen FC gewechselt, damals in die Regionalliga Nord und habe da 2,5 Jahre erfolgreich gespielt und dann bin ich in die dritte Liga gegangen zum SV Babelsberg und ja, seit dem letzten halben Jahr oder das letzte halbe Jahr war ich jetzt bei Wormatia Worms. Mhm. Und ja, ab heute bin ich da jetzt hier. Also du hast Drittliga-Erfahrung und da willst du wahrscheinlich perspektivisch auch mit dem OFC wieder hin. Ich hätte nichts dagegen. Also warum nicht? Also ja. dieses Umfeld, was ich bisher hier gesehen habe, die ersten Eindrücke, es ist Drittliga-tauglich. Das muss man einfach mal so festhalten und ja, warum soll es nicht geschehen? Gibt es den einen oder anderen Spieler, den du schon kennst hier? Ja, Marcel Wilke kenne ich. Mit dem habe ich zusammen in der Auswahl von Sachsen gespielt und ja, den kenne ich. Was hast du schon gesehen hier von Offenbach oder vom Umfeld, vom Stadion und die ganzen Geschichten hier? Ja, ich wurde heute früh rumgeführt im Stadion, habe die Kabine mir alles angeschaut und ja, das Stadion ist natürlich sehr imposant. Gefällt mir sehr, sehr gut. Habe auch das ein oder andere Mal schon hier spielen dürfen. Und ja, das hat mir immer großen Spaß gemacht mit den Fans. Jetzt für mich im Rücken und ja, also das ist für mich ein Umfeld, was eigentlich in die dritte Liga gehört. Aber mal so Hand aufs Herz, wenn man jetzt bist du dann hierher gewechselt, da musst du natürlich was Freundliches sagen, aber was hast du denn sonst so mit Kickers Offenbach verbunden? Wenn man sonst so durch die Tabelle geschaut hat und sieht man Kickers Offenbach und so, was passiert da in einem, was verbindet man mit Kickers Offenbach? Ja, Kickers Offenbach ist erstmal für mich eine große Tradition. Das ist ein Traditionsverein, der natürlich schon Erfolge vorzuweisen hat, die nicht von der Hand abzuweisen sind. Mit sehr guten Fans, mit treuen Fans, die auch jetzt in der Regionalliga immer noch hierher strömen. Das ist, das sucht seinesgleichen. Und ja, einfach dieses Umfeld, dieses besondere Flair hier auf dem Bierbacher Berg, was man so auch in ganz Deutschland mitbekommt. Wie lange wirst du denn bei uns bleiben? Du hast ja bestimmt einen Vertrag unterschrieben. Wie lange geht der? Genau, ich habe 1,5 Jahre unterschrieben, also bis 30.06.2015. Okay, und dann sind wir ja auch aufgestiegen bis dahin, oder? Ich hätte nichts dagegen, wie gesagt. Ich hätte nichts dagegen, also das ist eine gute diplomatische Antwort. Du hast gesagt, du bist Mittelstürmer. Wie muss man sich das vorstellen? Mehr so der Wusler, das Hinterteil raus oder mehr das Luftungeheuer? Wo werden wir uns erfreuen dürfen an dir? Ja, also meine große Stärke liegt im Kopfballspiel. Ich definiere mich so als Typ, ist schon ein paar Jahre her vielleicht, aber Erik Meyer ist vielleicht noch ein Begriff für viele. Und dieser Kämpfertyp, dieser mit Leidenschaft, Herz, nicht der große Techniker, aber ja immer dabei, wenn es ums Kampf geht. Hier im Biberer Berg sind ja viele Fußballlegenden groß geworden. Ich sag mal Rudi Völler, Jimmy Hartwig und viele andere. Und alle erzählen immer noch von Hermann Nubers Kopfballpendel. Sagt dir wahrscheinlich gar nichts. Weder das Pendel noch Hermann Nuber, ne? Nee, sagt mir leider nichts. Also Hermann Nuber, das ist ein lebendes Denkmal und man hat ihm zu Lebzeiten schon ein Denkmal erstellt. Hier, das ist unser Ehrenspielführer, direkt vom Stadion ist die Büste zu sehen. Und das Kopfballpendel, ja, das wird heute, glaube ich, sogar nicht mehr trainiert. Das war so an einem hohen Stab, hing der Ball runter und dann musste man springen bis zur Weißglut. Also ein Rudi Völler, der ist schier dran verzweifelt. Er hat es natürlich dann zum Nationalspieler gebracht. Ne? Also aber da sehen wir, warum. Vielleicht hat das Kopfballpendel da sein Übriges getan. Ja. Also du meinst, wir sollten es wieder aufhängen? Ja, warum nicht?
Obwohl, Rico Schmidt, wenn du unter ihm schon trainiert hast, ihn ja kennst, der Kontakt nie so abgerissen ist, dann weißt du ja, das ist auch kein Trainer, wo man mal eine Viertelstunde trainiert und dann die Füße hochlegen kann. Da wird schon richtig geknüppelt. Ja gut, ich komme aus dem Erzgebirge, da lernt man das, da lernt man zu wissen, was Arbeit heißt. Wie gesagt, ich bin ein Kämpfertyp und der auch mal auf die Zähne beißen kann. Jetzt gibt es ja noch eine schöne Geschichte. Du bist nicht ganz solo, dich verbindet. Ja, oder erzähl doch mal, da gibt es ja noch eine tolle Geschichte. Du weißt bestimmt, was ich meine. Ja, also Kick aus Offenbach und Bayer Leverkusen verbindet ja eine Fanfreundschaft. Und diese Freundschaft, ja, habe ich auch im privaten Bereich. Meine Freundin spielt bei Bayer Leverkusen in der ersten Bundesliga. Na, das ist ja toll. Und wir spielen jetzt auch bei Bayer Leverkusen. Da wird sicherlich die Freundin auch mal zum Schauen kommen, oder? Wenn sie keine Termine hat, dann gehe ich davon aus, dass sie da im Ulrich-Haberland-Stadion aufschlägt. Was kann es Wichtigeres geben als Kickers Offenbach und den Freund sehen? Ja, wie gesagt, wenn keine Termine, es gibt ja auch gewisse Vorschriften auch von ihrer Seite, was der Trainer sagt, ob sie da eventuell auch frei bekommt oder nicht. Das wird man abwarten, aber das ein oder andere Spiel wird sich schon sehen. Jetzt von deiner Seite noch irgendwas, was ich vielleicht vergessen habe, was du noch irgendwie kundtun kannst, willst oder haben wir alles soweit abgearbeitet? Ich denke, wir haben alles soweit abgearbeitet. Und jetzt sollen Taten folgen. Ich gehe davon aus. Da wünsche ich dir viel Erfolg und herzlich willkommen in Offenbach. Vielen, vielen Dank.